Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung hier auf dem Kanal Let's Play of Hero. Ja, heute geht es um die erste Mod-Vorstellung, ja, die erste. Normalerweise, also wir haben auch ein Intro. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, es da reinzupacken, je nachdem wie lange das so dauert und so. Dem Rennen habe auch eine neue Internetleitung, also vielleicht dauert das Ganze nicht allzu lange. 16.000er ist das. Könnt ihr mal so in die Kommentare schreiben, ob das dann bei so einem 15 Minuten Video maximal lange dauert, dann zu rendern. Plus, ja, halt zum Beispiel Windows Movie Maker bearbeiten. Schreibt das mal in die Kommentare, ob das halt dann, und ob das damit überhaupt zusammenhängt. Aber müsste es ja eigentlich. Weil es hängt, glaube ich, nicht von der Leistung ab. Aber egal. Nee, aber das kann irgendwie auch nicht damit zusammenhängen. Müsste es dann ja an der Leistung des PCs müsste es dann ja liegen. Oh Gott, ey. Und das läuft, man hat ja nichts mit dem Internet zu tun. Man zieht ja keine Dateien aus dem Internet und bearbeitet es dadurch. Naja, fangen wir erstmal an. Irgendwie ist das gerade so komisch. Ja, ich habe jetzt gerade auf Tiny aus einem ganz einfachen Grund, weil man dafür jetzt auch nicht viel sehen muss. Und in letzter Zeit mein Minecraft irgendwie ab und zu hängt, aber kommen wir doch erstmal zur Sache. Erstmal das Grundschema jetzt von diesem Single-Projekt von mir. Und zwar das Single-Projekt quasi jetzt von mir. Findet so ab, immer wenn eine Mod-Vorstellung kommt, könnt ihr halt unter dieser Mod-Vorstellung weitere Mod-Vorstellungen nennen. Wenn ihr zum Beispiel, ich sag's mal, Industrial Craft cool findet. Das war noch von Paintball-Mod, aber der Paintball-Mod ist jetzt nicht drauf. ja, wenn ihr zum Beispiel den Industrial Craft Mod cool findet und aber jemand da schon in die Kommentare geschrieben habt, dann gibt diesem Kommentar einfach ein Like. Das kann man ja auch, man kann ja den Kommentaren Likes geben. Dann habe ich die Auswahl erleichtert, zum Beispiel dann stehen da 7 Mods und dann sehe ich da halt einfach nur die Likes. Dann gucke ich halt, was hat die meisten Likes, das wird dann als erstes vorgestellt. Was hat die zweitmeisten Like? Das wird dann als zweites vorgestellt und so und so weiter und so fort. Sind das kleine Mods, mache ich vielleicht immer 2, 3 in einem Video. Zum Beispiel wie What Flash to Laser, da kann man ja nur eine Funktion machen. More Furnaces. Multi-Pages, ja, Multi-Pages fügt ja nur eine Kiste hinzu. Kann man auch nicht viel zu sagen. Und More Furnaces hat 5 Öfen, ja, mehr nicht. Oder 6, keine Ahnung. Oder vielleicht schon mehr, keine Ahnung. Wie gesagt, 0 Plan. Wie gesagt, heute geht es um den Microblocks-Mod. Was kann der Mod? In Red Power ist er im Moment nur in der 1.4.7 enthalten. Oder Project Red gibt es ja jetzt schon in der für die 1.6.4 oder so. Oder, nee, 1.6. Hier doch, 1.6.4. Und ihr denkt es, what the fuck, I cannot leave it. Warum nicht für die 1.5.2 oder so? Das hat einen ganz einfachen Grund, das ist ein Red Power 2 Ersatz, das wurde nicht vom Originalentwickler hergestellt, also nicht von Elo Rams. Das ist da immer noch in der 1.4.7. Da gibt es auch nicht alle Sachen halt wie in der 1.6.4. In der 1.4.7. Da gibt es vielleicht gerade mal die Hälfte oder so. Es ist ja nur so ein Red Power 2 Ersatz. Halt so die wichtigsten Items quasi in einem Mod zusammengefasst, zum Beispiel, ne, der Timer. Weil für viele ganz immer geil, der Blockbreaker und so, ne? Diese Dinger halt. Halt so die tollsten Items von den ganzen Usern, so, ja, dieses Item ist geil und so. Halt in einem Mod zusammengefasst. Oder ich weiß nicht, ob da alle Items von Red Power drin sind. Auf jeden Fall, wenn das, Microblocks, ja, Microblocks ist halt ein Add-on für Red Power, das ist halt das mit diesen kleinen Blöcken, die man da bauen kann. Und viele fanden das ja unheimlich geil. Dieses ganze Blockbausystem mit den Mini-Blocks, und das wurde jetzt hier weiter implementiert und halt, das gibt es jetzt auch für viele Versionen. Man braucht dafür den Imbiss Core Forge und den Mod an sich, der heißt einfach nur Imbiss Microblocks. Könnt ihr ja mal so googeln, wenn ihr wollt. Aber nun gut, fangen wir erstmal an. Wenn ihr jetzt ja das noch Secret Door, aber egal. Wenn ihr jetzt eingibt Hack. So, ich kann euch leider nicht die Quantenrezepte zeigen. Aber auf jeden Fall braucht ihr dafür Diamanten. Ich habe nämlich leider, wie gesagt, keine Not-Endow-Items drin. Aber das könnte ich auch schnell später installieren.
Ja, wie gesagt, die erste Mod-Verstellung ist so ein bisschen unprovisorisch, aber naja, fangen wir jetzt erstmal an. Ihr könnt jetzt nicht einfach so Rechtsklick machen und so. Ihr kennt ja wahrscheinlich das Schema. An einer Werkbank, dann nehmen wir jetzt mal ein Glas. So, dann einfach Rechtsklick, wenn man den Glas. Die Hexer. So, habt ihr jetzt Slabs. Ja, erstmal brauchen wir jetzt Slabs. So, dann haben wir zwei Glasslabs. Und so können wir jetzt noch dünnere machen. Glaspanels. Oh nein. Und so können wir jetzt Glaskober machen. Ich zeige euch mal den Unterschied. Glaslab, ihr seht, ihr habt genau das gleiche Interface. Aber dass ihr diesmal den ganzen Block seht. Ihr könnt zwar auch durchlaufen und so, ne, aber ihr seht halt jetzt den Block. So, das ist der Slab. Das ist der Panel. Halb so dünn. Und das ist der Cover. Noch dünner. So, ihr seht, hier komme ich nicht durch. Hier komme ich jetzt auch nicht durch. So, und dann kann man aus den unterschiedlichen Dicken. Ein Epic Fail. Achso, weil ich das in der Hand habe. Und der Hexer. Zum Beispiel so Strips machen. So. Die Strips sehen dann so aus. Aber der Dicke, ihr könnt den auch in die Mitte platzieren. Jetzt habe ich das falsch gemacht. So sieht das alles aus. Man kann da dann halt auch so durchlaufen und so, ne? Hier so, hier auch noch. Ne? Das ist dann jetzt halt der Dicke, die dicke Säule, die mitteldicke Säule und die dünne Säule. Und das ist natürlich noch nicht alles. Hahaha, da habe ich noch ganz viele tolle Ideen. Ja, irgendwie sieht das auch so aus wie diese Glasfaserkabel. Wenn man das so hinlegt. Aber dann wahrscheinlich eher die. Sieht irgendwie schon lustig aus. Ist natürlich mit dem Texture kompatibel, da es ja nur die normalen Standardblöcke sind. Also habt ihr zum Beispiel, ich sag's mal, Specs drin. Ist das halt Specs Glas, weil das halt nur die normalen Blöcke sind. Die halt ein bisschen verkrüppelt aussehen. Also jetzt nicht verkrüppelt, aber ne. So, dann halt daraus, wenn ihr die so anordnet, bekommt ihr Corner, also Ecken. Also halt nochmal so. So. Einmal einen dicken Würfel. Einmal einen mittleren Würfel. Einmal einen kleinen Würfel. Halt entsprechend, ne, wenn ihr halt dann um die Ecke bauen würdet oder so. Halt hier. So, und auf jeden Fall, ne, halt. Wenn jetzt hier zum Beispiel so eine Lücke ist. Ist ja manchmal dann. Aber zum Beispiel, genau. Wenn nach oben zieht. Ne, dann. Wenn man so macht, ist es ja quasi schon unsymmetrisch, deswegen baut man dann so. Ich baue euch jetzt, ich mache jetzt hier keine Konstruktion quasi mit dem Mod. Ja, und dann könntet ihr halt entweder diesen Moment Slips hier nehmen. Doch so ein paar Fake-Fallen bauen. Davon zeige ich euch einfach mal eine. Jetzt mal so ganz provisorisch hingebaut, ne? So. Hier geht's runter. Das wäre jetzt mal eine Höhle, beispielsweise. Auf was fallen Leute ab? Auf Diamanten. Ihr könnt das auch immer verdoppeln. Könnt das auch wieder zusammenfügen, zum Beispiel so.
Kommt sowas. Und wieder halt einen dickeren. So, und noch was Lustiges, wenn ihr die so anordnet, kommt ihr hollow. Also halt mit einem Loch drin. Wer wollte nicht mal ein Diamanterzfenster? Das kann man halt perfekt als Fenster benutzen. Wenn man so stalken, weil durch die Tür sieht man ja nicht so richtig viel, aber hier durch das Fenster schöne klare Sicht. So, eins davon könnte wir zum Diamant-Cover machen. So, ne, zum Beispiel hier. Ne, also so. Oh geil, Diamanten, wenn er halt da drauf, rein, nicht drauf reinfällt, dann macht er so, wenn er denkt, okay, ich will den Diamant auf jeden Fall haben, stellt er sich hier drauf und der fällt runter. Ich meine, what the fuck, epic fail. Das war die Falle. Fall Nummer 1 zum Beispiel. Oder, also es gehen nur ganze Blöcke, zum Beispiel jetzt in der Truhe ist ja kein ganzer Block. Ihr seht, hier ist ja noch so ein Pixelabstand. Also ihr seht, wenn ich das jetzt mal so nehme, sollte es eigentlich nicht gehen. Ja. Also zum Beispiel eine Werkbank. Tisch, nur dass man halt hier nicht draufklicken kann, weil das halt zwei Hälften sind, aber hier schon. Manchmal mit Project Table wäre das geil, ne? Man baut so einen riesigen, also weil da kann man ja was drin lagern. Man baut einen riesigen Raum. Oder zum Beispiel in Werkbank. Ah, jetzt weiß ich, was ich nehmen könnte. In Dispenser kann man ja auch was reinlegen. Dann baue ich jetzt mal ganz kurz einen Spinner. Und einen Hebel. Zum Beispiel, man muss halt in diese Eisentür rein, ne? Ich wollte ja schon auf die Werkbank gehen. Ne? Das heißt zum Beispiel... Ah, oh, fuck, ey, das fällt auf. Na, auf jeden Fall, ne? Ihr habt jetzt zum Beispiel ganz viele Dispenser hier stehen, ne? In diesen Blöcken. Könnt auch zum Beispiel Treppen bauen. Ihr seht zum Beispiel so. Könnt dann in den... Könntet, hallo, gerade konnte ich das auch in den Block reinschlagen. Auf jeden Fall, ne? Könnt ihr auch Treppen bauen zum Beispiel. Auf jeden Fall, ne? Ganz viele Spender und unter den... Ah, aber so könnte man, glaube ich, faken. Ja, so kann man faken. Das ist auch gut. Das sieht sich genau identisch aus mit den anderen 50 Millionen. Und genau in dem... Also es ist halt geil für so ein Rätselhaus oder so, ne? Und in dem ist jetzt ein Hebel drin. Das heißt, die müssen erstmal hier so... Na, klicken erstmal hier überall dran, überall dran, überall dran. In den Millionen Dingern und dann auf einmal sehen die... Hier kann man es öffnen. Und dann guckt man hier rein. Ja, einfaches Prinzip in dem Sinne. Das war's quasi schon von der Mod. Ich habe ja mal in dem Kanal-Info-Video angekündigt, dass erst kürzere Mods kommen oder erst die erste Mod-Verstellung. Wenn euch das System hier so gefällt, dass ich sowas mache, vielleicht mache ich auch so eine Plugin-Vorstellung, wenn ihr darauf auch Bock habt. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt den ganzen hier einen Daumen hoch. Also ihr könnt damit halt, ne, Microblocks mal im eine Schnelldurchlauf-Erklärung. Mit Microblocks kann man 50 Millionen Blöcke bauen. Zum Beispiel einfach einen durchlöcherten Kasten mit einem Deckel. Ja, das war's dann halt, ne? Wie gesagt, erste Mod-Verstellung ein bisschen kürzer. Sieht echt irgendwie lustig aus.
Ja, wie gesagt, das war's dann. Also, wenn euch dieses System hier so gefällt, wie gesagt, nur unter den Mod-Vorstellungen immer Mod schreiben. Oder ich kündige das einfach mal in einem anderen Video an, dass ich dann zum Beispiel sage, hey, schreibt mir mal wieder Mods. Also schreibt mir auch unter diesem Video Mods oder so, dann auch unter dem Video. Auf jeden Fall vielleicht, schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir mal so einfach so zusammen ein bisschen rumexperimentieren sollen mit dem Mod. Und einfach mal so ein bisschen so frei bauen und gucken, was das so, was da so raus wird. Schreibt doch auch mal in die Kommentare. Und dann, ja, war's das jetzt in dem Sinne schon. Ich würde sagen, ja, gar nicht lange rumschnacken. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao.